Aber warum hat man uns zusammengebracht? Tja, reiner Zufall. Sie stecken eben die Leute hin, wo gerade Platz ist, so wie sie ankommen. Warum lachen Sie? Weil sie mir Spaß machen mit ihrem Zufall. Haben Sie es derart nötig, sich zu beruhigen? Hier ist nichts dem Zufall überlassen. Aber wir haben uns vielleicht früher schon einmal gesehen. Ach, nie und nimmer. Sie hätte ich nicht vergessen. Heute, 24 Jahre nach der Islamischen Revolution, sitze ich in meinem zweiten Exil in Deutschland und trachte, wie es auf Jüdisch heißt, auf welche Weise ich fremd geworden bin. Manchmal sitze ich mit iranischen Freunden beisammen und mache einen Witz, der schon die 40-Jährigen nicht mehr verstehen, weil er auf etwas anspielt, das sie nicht mehr kennen. Wenn Besuch aus Teheran kommt, stellt er fest, dass mein Persisch korrekt ist und rein, aber altertümlich wie konserviert. Ich gebrauche nie Fremdwörter, wenn ich Persisch spreche. In Teheran ist das Persische voller Amerikanismen.